Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Shadow Hearts 2 Covenant. Wir werden heute Barbaria schon mal auf die höchste Stufe bringen. Just because we can. 900 Seelen. 900 Seelen. Allein dafür. Aber hey. Damit sind wir dann schon mal fertig. Das ist gut. Ich habe Golden Bat wieder ins Team genommen, einfach nur, um wenigstens die Charaktere ein bisschen durchzuwechseln. Habe ich ja schon mal erwähnt. Und nun sind wir in Cairns. Ehemord machte Adel Urlaub. Vor dem Krieg kamen hohe Beamte der Regierung von überall her. Ah, ist das schön. Hat er gut rezitiert, der Clement. Was wollt ihr von St. Marguerite wissen? Die Insel wird seit dem Mittelalter als Gefängnis benutzt. Man sagt, dass keiner, der dorthin kommt, jemals lebend zurückkehrt. Ganz schön schaurig, wie. Ach, das war das eine Sie? War das eine. Ne, das ist eine. Das ist ein R. Silva. Okay. Weiß nicht, der Name kommt mir ein bisschen komisch vor. Das ist Cairns, die Insel dort vor der Küste St. Marguerite. Böse Leute werden dorthin geschickt. Aber die Guten, die kriegen Spinat zu essen. Schöne Uhr aber, muss ich sagen. Also ich mag ja die Szenerie, wenn man hier so sich das ansieht. Jetzt einfach ein Bild davon machen und schon hat man einen wunderschönen Schnaps für die Familie. Hier, das bin ich, wie ich damals in Cairns war. Das sieht dir überhaupt nicht ähnlich. Egal! Macht dann aber Lust auf Reisen, wenn man mal so richtig drüber nachdenkt. Seid ihr Reisende? Wie kann man in solchen Zeiten nur Städtereisen machen? Ja, wie kann man nur? Hey, Sie haben nicht zufällig Filme, oder? Nur einen selbstgemachten Amateurfilm. Auch Amateurfilme können hier Filme machen. Amateure können hier Filme machen, das ist cool. Kann ich mal sehen, ich gebe Ihnen auch was dafür. Nein! Oh, okay, na gut. Warum bin ich überhaupt hergekommen? Ich habe noch keinen einzigen Film gesehen. Ihr wollt nach St. Marguerite. Der Einzige aus dem Dorf, der dorthin darf, ist Nelson, der Stauer. Er bringt einmal die Woche Lebensmittel rüber. Das ist cool. Warum habe ich ihm jetzt nicht den Film gegeben? Ganz einfach, ich kann die Kette ein bisschen verkürzen und das werde ich auch hoffentlich machen. Ich meine zumindest, dass ich es machen kann hier. Man kann ihm die aber geben, ist noch nichts Falsches, ist völlig okay. Aber ich will einfach nicht. Und Lotterielos. Wie viele Lotterielose habe ich eigentlich? Ich meine, ich kriege hier ständig, aber spiele keine Lotterie. 8 Stück. Das ist eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon richtig viel eigentlich. Eigentlich. Da ist nichts. Okay. Seit Jahren ist kein Gefangener auf die Insel gefahren oder von dort gekommen. Aber ich sah, wie sie einen neuen hingebracht haben. Was für ein schwacher alter Mann. Armer Kerl. Ich hoffe, sie haben ihn noch nicht zu Tode gefoltert. Wäre das nicht gut gewesen, wenn er jetzt ein Lotteriespieler gewesen wäre? Ach übrigens, wie wär's mit einer Lotterie, während der alte Mann da geknebelt und gefesselt wird? Ich weiß auch nicht. Hier haben wir Grasöl, eine neue Form von Öl für Lucia. Das heißt wieder neue Kombination. Ich möchte euch etwas fragen. Mögt ihr auf Schatzsuche gehen? Hä? Nun, wollt ihr oder wollt ihr nicht? Ich frage euch noch einmal. Wollt ihr auf Schatzsuche gehen? Oh ja, das wäre toll. Total. Gute Antwort. Sucht ihr gern nach verborgenen Schätzen? Nun, ich liebe es, sie zu verstecken. Lasst uns also einen kleinen Wettkampf austragen, okay? Sie haben Schatzbeginn. Was ist mit diesem Stück Papier? Das ist ein kodierte Nachricht. Auf der steht, wo ich den Schatz versteckt habe. Wenn ihr den Code knacken könnt, dann findet ihr den Schatz und gewinnt. Aber wenn ihr den Schatz nicht finden und den Code nicht knacken könnt, dann gewinne ich. Kapiert? Ja, kapiert. Ich werde es versuchen. Ja, mehr Sidequests. Ich glaube hier. Hauptobjekte. Schatzbeginn. Im Gebäude mit der Reihe von Zellen liegt ein riesiger Hund an einer dicken Kette. Am Kettenende ist ein wichtiger Schatz versteckt. Merkt euch das, Leute. Merkt es euch. Für später. Nicht genau für jetzt, aber auch nicht in allzu weiter Zukunft. Oh, was haben Sie denn da für einen Film? Das ist ein selbstgemachter Film. Ich bekam ihn von einem Kerl, der verrückt nach Stroh ist. Ein selbstgemachter Film? Nein, ich denke, das ist okay. Lassen Sie mich mal sehen. Du willst ihn anschauen? Hier.
Na gut, er wird mir sicher die Zeit vertreiben. Sie können das haben. Sie haben Kalksteinblock. Ich wollte etwas anderes tun als Filme ansehen, aber es ist nicht mein Ding. Und deswegen wolltest du mit einem Kalksteinblock rumhantieren. Kinder heutzutage, ne? Kalksteinblock. Für lithografischen Druck. Je mehr Calciumcarbonat, desto höher die Qualität. Die Chemikalie wird auch beim Zement machen und als Dünger benutzt. Ja, den wollten wir haben, den haben wir jetzt, das ist gut. Sozusagen. Behaupte ich mal. Ah Mann, ich renne wieder elendig lange hier in Keynes rum. Beziehungsweise in einer neuen Stadt. In der letzten Zeit mixe ich alles Mögliche zusammen und suche meinen eigenen besonderen Cocktail. Woo! Das sind Informationen, die die Welt bewegen. Mein nur. Wer seid ihr Typen? Hab euch noch nie gesehen. Ich war keine Fremde, also verpisst euch. Halblang, Alter. Ja, vielleicht sind wir Fremde, aber wir kommen mit der Bitte um einen ganz besonderen Gefallen. Und deswegen sind wir awesome. Ein Gefallen? Was denn? Ich mach nichts für umsonst, weißt du? Wir wollen, dass du uns zur St. Marguerite-Insel bringst. Das habe ich nicht erwartet. Seid ihr durchgeknallt oder was? Was habt ihr mit den alten Leuten im Gefängnis zu tun, Leute? Mit der Hölle und dem Gefängnis und Hast du von Sapientis Gladio gehört? Was? Seid ihr etwa mit der Geheimgesellschaft im Bund? Ich habe nichts gesagt. Ich mache nur, was man mir sagt und habe niemandem nichts von der Ladung erzählt. Weißt du nicht, dass du der alten Gesellschaft geholfen hast, einen alten Mann einzukehren kann? Du bist der Helfershelfer. Nö, ich hab den neuen Kerl darüber gebracht, aber ich bin kein Helfershelfer nicht. Tut mir leid, okay? Was wollt ihr mit mir machen? Sagt bloß nicht, dass ihr mich abmoxen wollt. Hey, Karamba. Nein, wir sind nicht solche Dreckskerle wie die von der Geheimgesellschaft. Sag uns einfach, wie wir zur Insel kommen. Dann hast du damit nichts zu tun, okay? Okay, mein Boot liegt vertraut am Ufer. Ihr könnt das für die Fahrt benutzen. Und dieser Schlüssel öffnet die Tür zum Kanal. Ihr dürft ihn euch ausleihen. Dem Wegschlüssel. Yay, yeah, wir sind dir zu Dank verpflichtet. Sowas von. Zu niemandem dein Sterbenswörtchen, okay? Ja, ist schon okay, hab keine Angst. Trink einfach raus und verschwinde ins Bett. Oh mein Gott. Ah, charmanter junger Mann. Bestellen Sie mir einen Drink. Na gut, ich bestelle einen. Danke. Ich möchte Ihnen das als Zeichen meiner Wertschätzung geben. Es wird Sie immer an mich erinnern. Sie haben Herr Samurai. Huh. Sie sind genauso fit wie die Männer auf den Karten. Sie wären ein tolles Modell. Die Halskette verdeckt genug. Ja. Diese Karten, halbnackte Männer, unschön. Oh Mann. Willkommen in Keynes. Eine tolle Stadt, nicht? Im Hafen kommen Tonnen von Waren an. Die Meeresfrüchte sind auch toll. Und erst die Lotterie. Ich liebe sie. Lasst sie uns spielen. Ich bin bereit mitzumachen. Jederzeit. Marcosias. Oh Gott. Nah dran, aber ziemlich vorbei. Ein, zwei Versuche mache ich noch, ansonsten mache ich es wieder offscreen, ihr kennt mich ja. Viel zu früh. Gefällt mir nicht. Ich meine, ich krieg die ganze Zeit Preise, aber trotzdem gefällt mir nicht. Ja, drei Stück. Vielleicht mache ich es trotzdem nochmal offscreen, aber das ist schon mal... Okay, wir haben es gekriegt, ihr habt es gesehen. Marcosias, neues Symbol. Oh ja. So lange her, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, euch zu sehen. Was wir hier machen, fragt ihr. Wir sind total pleite. Kein Pfennig in der Tasche. Also sagt mal, ich habe ein bisschen Zeit übrig. Soll ich was nähen? Ja, bitte. Ja, wir haben ja gerade eben eine neue Karte bekommen. Sini. Nee, Fini. Fini steht da nicht. Sini, sondern Fini. Ja, danke. Auch eine meiner Lieblingskostüme für Cornelia. Zumindest für die Anfänglichen. Presenting the latest creation from my 1915 Pierre Machemé collection. I call it
Fire Dancer. Ja, der Feuertänzer oder die Feuertänzerin. Ich meine, noch eine Karte habe ich nicht, von daher. Ja. Von daher ein einfaches Nein. Oh mein Gott, sie haben es in Casinos verspielt. Meine Güte. Gibt es neue Sachen zum Ausrüsten? Ja. Tatsache, die gibt es. 4 davon. 2 davon. Und Westerngürtel, davon hätte ich auch dann wenigstens noch einen gerne schon mal. Gut. Die rüste ich dann später aus. Da ich das Gefühl habe, dass ich es nochmal offscreen machen muss. Komm ich da? Ja, Tatsache. Da ist zwar nichts, aber ich konnte dran vorbei. Das wäre schön, oder? Als ich noch jung war, ging ich immer auf Fischfang. Hatte ein paar tolle Fänge damals. Das freut mich. Ja, das freut mich, danke. Ich wollte dieses Korallenlasso schon immer. Es ist so distinguiert. Okay. Wollt ihr ein Geheimnis hören? Einige Nächte zuvor stand ich zum Pinkeln auf. Da war ein großes Luftschiff am Himmel. Wow. Ich glaube, ich sollte auch länger wach bleiben. Ja, und so kommt man dann wieder aus Canes raus. Super. Und ab nach unten. Hinab in die Fänge der Pierre Majimel. Und wie hieß der andere? Jedenfalls zu den Majimel-Heinis. Ich meine, die heißen, sind beide Majimels, ne? Ach, ist ja egal. Bisschen Bewegung kann nicht schaden. Für Yuri. Ich bin fit genug. Denn hier haben wir noch einen Strand. Prinzipiell sieht dieser Baum schon mal so aus, als könnte ich sie in der Waffe benutzen, aber nein, nein, nicht wirklich. Ich hätte mir aber vorstellen können, dass er jetzt den Stamm benutzt, nach dem Motto. Ein weitgereister Stamm, der ist schon überall in der Welt umhergekommen und solche Sachen aber. Aber hier ist nichts, rein gar nichts. Irgendwie traurig. Aber immerhin ein Strand, ne? So, hier haben wir noch ein Westerngürtel. 2 zum Preis von 1. Das Boot gehört Nelson. Mit dem Boot zur Insel fahren. Das ist jetzt ein etwas kürzerer Part, aber für heute sollte das eigentlich ganz gut sein. Das war Canes, Leute. Ich werde jetzt offscreen nochmal die Lotterie spielen, damit ich nur ein Ticket verbrauche. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier auf der Insel St. Marguerite. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.